Alles gleich in. Dann schauen wir mal jetzt nach, gegen welche Gang wir heute jetzt antreten werden. Im ersten Part wurde uns ja davon berichtet, dass wir bald einen Gebietskampf machen werden. Versammeln wir uns erst einmal bei uns in unserem Versteck. Hallo Kellen, du bist doch Kellen, ne? Ja. Grüß Kro von. Oh, ich muss erst Kro zu Kro gehen. Ich will nicht zu Kro gehen, der macht so scheiße Musik, die man ständig im Radio hört und die einem langsam auf den Sack geht. Ich hasse Kro. Kro ist die schwulste Sängerin der Welt. Ja. Also ich hasse Kro wirklich. Kann man schon sagen. Ich glaube, mehrere Leute hassen Kro. Mich wundert es, dass der auf YouTube so häufig gesucht wird. Wahrscheinlich von so 14-jährigen Mädchen, die so in ihn verliebt sind. So, oh, der ist so süß. Oh. Ich hasse den. Ich hasse den einfach. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Hier oben? Wo war denn der Crown-Nommel? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Shit. Ich gehe mal dort lang. Vielleicht. Ah ja, genau, das war hier drin. So, Kro! Ich schlag dich ins Gesicht. Nein. Der nächste Gebietskampf ist morgen. Kro, die Kugel wird denen zeigen, wo der Hammer hängt. Du solltest dich auch vorbereiten. Lass es dich nach und orte dein Deck. Und vergiss nicht, die Team Satisfaction-Uniform zu tragen. Geh nach Hause und ruh dich aus. Morgen ist ein großer Tag. Am nächsten Tag. Darauf muss ich pennen? Das sieht doch steinhart aus, oder? Ein billiges Bett mit einer steinharten Matratze. Ja, so sieht's ja auch aus. Ja, und hier für Dumme. Irgendwie aktiviert sich meine A-Taste doppelt immer. Ich weiß auch nicht. Nein, ich will nicht nochmal speichern. Nein! Okay, das war jetzt dreimal hintereinander. Verdammt! Ich habe da irgendwas falsch eingestellt. Heute haben wir einen Gebietskampf gegen das Team Schwarz und Blau. Bereit? Ja, natürlich. Okay, dann mal los. Wir treffen uns dort mit dem Rest des Teams. Yeah, Crips gegen die Bloods. Yeah, ist ja fast so wie in GTA. Du bist spät. Jack und Yusei sind bereits draußen auf der Suche nach Gegnern. Das muss das Gebäude sein, in dem sich Team Schwarz und Blau versteckt. Lass sie uns alle fertig machen. Ich habe gehört, dass ihr Anführer ziemlich stark sei, aber keiner weiß, wer er ist. Kein Gegner für mich. Verliere nicht, bis wir dieses Gebiet erobert haben. Wir haben nicht ganz Satellite erobert, bis wir jedes einzelne Gebiet übernommen haben. Und ich werde nicht aufgeben, bis diese Arbeit getan ist. Jack und Lucy schauen sich unten um. Ich gehe nach oben. Du und Crow überprüft das Erdgeschoss. Duelliere dich mit voller Kraft. Als würde ich das nicht immer tun. Alles klar, wir sind hier jetzt im, im Geheimversteck von Team Schwarz und Blau. Mit unserem Tool-Disc bewaffnet. Das ist der Ersatz für die Knarre, sag ich mal. Jetzt will ich erstmal einen Speicherpunkt suchen hier, damit ich nicht mir das Gequatsche immer neu anhören muss. Hier drin vielleicht. Das ist der Eingang zum Keller. Überlass das Jack und Yusei und überprüfe das Erdgeschoss. Und hier nochmal für Dumme. Meine A-Taste will mich trollen. Hilfe! Hilfe! Okay, das war jetzt das fünfte Mal hintereinander. Ah! Ich glaube, da wäre ich mit der Maus besser beraten. Aber dann seht ihr nur die Maus und deswegen, weil ich will nicht, dass ihr die Maus seht im Let's Play. Weil die Maus böse ist. Ne? Die Maus ist so ein kleiner Massenmörder. Mit der habe ich schon viele virtuelle Menschen umgebracht. Vor allem im Star Wars. Da habe ich immer einen Todesstern so benutzt in Star Wars Empire at War und habe viele Planeten zerstört. Okay, jetzt komme ich aber vom Thema ab. Sind wir nicht im Erdgeschoss? Hey Crow, was geht? Ich sehe niemanden. Wo könnten sie sich verstecken? Oh, die verstecken sich, diese Weicheier. Haben wir echt so einen starken Ruf, dass sie sich verstecken müssen? Diese kleinen Pisser. Wahrscheinlich so ein Kindergartengang, genau.
Hab dich! Ach. Ich hatte keine Angst. Du siehst ziemlich schwach aus. Zeig mir, was du drauf hast. Nö, ich suche erst deine anderen Kollegen. Hier drin ist, glaube ich, auch noch einer, aber da können wir nicht rein. Nein, was habe ich getan? Okay, ich benutze jetzt die Maus, tut mir leid. So, hier. Herausforderung annehmen, natürlich. Ich kann dich schlagen. Ach, wirklich? Sehr optimistisch von dir. Ach, übrigens, vielleicht solltest du die Cap absetzen, ne? Man sieht deine Augen nicht, ne? Ich will sehen, ich will dich in dein, ich will in deine Augen schauen und deine Verzweiflung sehen, wenn ich dich besiegt habe. Okay. Nein, er hat gewonnen. Nein, er hat verloren, genau. Okay. Also gut, erstes Duell gegen ein Gang-Mitglied von Team Blau und Schwarz oder Blau, Schwarz und Blau, was auch immer. Was zum vier Fallen am Anfang? Also, mit drei wäre ich schon unzufrieden, aber wir haben vier. Jesus Christus. Schlimmes Desaster haben wir allerdings gezogen. Also gut, wir haben eine Riesenratte. Die ist ganz praktisch. Ich glaube, ich greife jetzt einfach mal mit der an. 1400 müssten schon genug sein. Bewaffneter Ninja. Gut, dass wir keine Zauberkarte gesetzt haben. Sein Flip-Effekt ist, dass er eine verdeckte Zauberkarte von uns zerstören kann, wenn sie geflippt wird. Und wenn es eine Fallenkarte ist, wird sie zurückgelegt. Er zerstört seine. Hä? Achso. Ah ja, er muss ja was wählen, genau. Jetzt haben wir seine Falle gesehen. Das ist aber nett von dir. Verdammt, ich habe vergessen, was das für eine ist. Nein, ich habe so ganz kurz gesehen und jetzt habe ich es wieder vergessen. Oh Gott, ich bin vielleicht so ein Held. Ich bin der Held in diesem Spiel und ich vergesse fast alles. Gut, ich habe jetzt schlimmes Desaster verdeckt gesetzt. Wenn er an uns angreifen will, können wir alle Zauber- und Feinkarten auf dem Feld zerstören. Jetzt hoffe ich, dass er möglichst viele Zauber- und Fallenkarten noch spielt. Bodenlose Fallgrube. Die spiele ich noch nicht. Denn ich greife jetzt mit meiner Ratte nochmal an. Schwarzer. Was? Irgend so ein Dino-Viech, oder? Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt. Moment. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, außer indem sie als Ergebnis eines Kampfes zerstört wird, gib sie auf die Hand ihres Besitzers zurück. Guter Effekt. Und dann Endphase. Jetzt spiele doch viele Zauber- und Feinkarten und greife irgendwie an, damit ich meine. Mein Gott, ist der schwach. Ah ja, Quelle der Wiedergeburt. Da können wir eine Kombi später machen. Erstmal die Battleface. Greifen wir ihn direkt an. Ich will jetzt nicht so viele Karten gleich am Anfang spielen, weil momentan noch nicht so viel los ist. Ich greife erst, also ich spiele meine ganzen Karten erst aus, wenn er seine ganzen Karten ausgespielt hat. Sonst ist er im Vorteil, weil er mehr Karten auf dem Feld hat. Steigende Luftströmung erhöht die Angriffskraft aller Windmonster um 500, verringert aber die Verteidigungspunkte der Monster um 400. Alles klärchen. Die jagt mal keine Angst ein, weil wir jederzeit die hier benutzen können und seine Zauberkarte zerstören können. Und wenn sein Effekt es bewirkt, dass sein Monster dann stärker ist als unsere Riesenratte, ist unsere Riesenratte dann automatisch wieder stärker und wir können sein Monster zerstören. Das ist ziemlich gut. So, jetzt greifen wir die Ratte mit zwei unserer Ratten an. Und Angriff! Mensch, streng dich mal ein bisschen mehr an. Anscheinend hat er kein gutes Blatt gezogen, so wie ich. Aber ich mache mit dem Blatt, was ich hatte, das Beste draus. Oder er zieht einfach kein Monster. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bis auf diesen Ninja hat er bis jetzt noch kein Monster gespielt. Hat doch noch diesen Dino-Viech-Dingens hat er noch gespielt, genau. Jetzt holt er sich eine weitere Zauberlandformkarte auf der
Eine weitere steigende Luftströmung konnte sich mit Landformen auf die Hand. Ey, komm, ist das dein Ernst? Und wir rufen mich da jetzt schon wieder an. Ey, ist es immer, wenn ich aufnehme, da will mich jemand ärgern. Und der wird jetzt von Ratten gekillt. Nur von Ratten. Mit 1400 schwachen Angriffspunkten. Er müsste jetzt eigentlich nur Monster mit 900 ATK oder mehr spielen, um meine Ratte zu zerstören. Weil er hatte die hier auf dem Feld. Die Karte muss allerdings ein Windmonster noch sein. So, wenn er jetzt nichts macht, dann war es das leicht. Oh, verdammt! Ich habe vergessen, was zu setzen. Okay, was schmeißen wir denn auf den Friedhof? Nimm mal die hier. Habe ich einen kurzen Augenblick nicht aufgepasst. Na los, spiel doch irgendwas Starkes. Ah! Er will nicht gegen mich duellieren. Er will verlieren. Okay, er will verlieren. Also, Riesenrate, beende das Duell. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Bam! Das war das leiseste Duell, was wir in diesem Let's Play haben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Was? Fellrohren? Der hat da gerade Fellrohren gesagt. Habt ihr das gesehen? Spult's mal kurz zurück und pausiert's mal schnell. Fellrohren. Keine Feinkartenbonus. Das erste Duell, was wir ohne das Setzen einer Feinkarte gewonnen haben. Oder das ohne das Ausspielen einer Feinkarte. Hey, du hättest mir vor dem Duell sagen sollen, dass du gut bist. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Habe ich doch schon vor zwei Parts erwähnt, dass ich nicht reden kann. Können wir hier jetzt rein? Immer noch nicht. Verdammt. Ah, ich. Nein! Ach komm, ich hab mich hier wieder. Hallo, hallo, gefürchtete Maus des Todes. Bewege meinen Charakter durch die Gegend. Aber hier geht's dafür rein, oder? Natürlich. Da habe ich vorhin die Türen verwechselt. Speicherpunkt. Und nein, ich will nicht nochmal gefragt werden. So. Hier ist, glaube ich. Ja, was ist denn hier? Hier gibt es nichts Brauchbares. Nur ein Haufen Müll. Hier gibt es. Ah, verdammte A-Taste. Hallo, Team Schwarzer Blau. Wir haben euren Anführer. Zeigt euch, oder wir werden ihn töten, wenn ihr nicht aus eurem Versteck rauskommt. Immer noch nicht. Ja, da ist niemand. Da ist niemand. Ich dachte, da wäre hier jemand. Aber hier ist niemand. Verdammt. Ach komm, ich hasse dieses Versteckspiel. Ach, wir können jetzt hier nach oben. Hey, hast du einen von denen geschlagen? Vielleicht sind noch weitere von denen hier. Ich bleibe zurück und halte Ausschau. Nee, da ist niemand. Ich habe schon geschaut. Hier verstecken sich alle. Gut, hier ist niemand, hier vielleicht. Ah, was ist denn hier los? Janka! Oh, schau, dein Freund ist da. Wenn du deinen Kumpel hier retten willst, weißt du, was zu tun ist. Lass Kellen in Ruhe, du Arsch! Ha, jetzt bist du auffällig. Ganz schön überheblich. Er hat Kellen geschlagen. Ich kann sie fassen. Jetzt, wenn der jetzt ein schwarzes Deck hat, dann. Schwarze Zeit. Warum fange ich immer als Zweiter an? Das ist nicht fair. Ich will nicht mehr als Zweiter anfangen. Ich will als Erster anfangen, weil wenn wir als Erster starten, haben wir einen Vorteil. Weil wir teilweise eine Monster haben mit Verteidigung, also die eine hohe Verteidigung haben. Was? Zauberbuch der finsteren Welt. In deiner Endphase, falls du Monsterkarten auf dem Friedhof abgeworfen hast, weil du mehr als sechs Karten in deiner Hand ha hattest, kannst du eines dieser Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Die Karte hat einen interessanten Effekt. Es muss aber mehr als sechs Karten auf der Hand haben. Also sieben muss er in der Endphase auf der Hand haben. Aber so dumm ist die KI nicht, weil die KI, die
ist dazu gezwungen, immer eine Karte abzuwerfen oder zu spielen. Also nicht abzuwerfen, sondern zu spielen. Die KI weiß, aha, ich habe mehr als 7 Karten, ich muss eine Karte irgendwie jetzt setzen, spielen oder so. Und das macht die, ohne diesen Effekt seines Zauberbuchs zu berücksichtigen. So, was haben wir hier? Schleier der Finsternis. Während deiner Draw Phase, falls du ein finsteres Monster ziehst, kannst du es vorzeigen und auf dem Friedhof legen, um eine weitere Karte zu ziehen. Okay, der Effekt. Also bis jetzt finde ich sein Deck ziemlich interessant von den Effekten. Da kann man einige Kombis, glaube ich, machen. Ja. Was? Immer wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, erhält der kontrollierende Spieler dieser Zauberkarte 1000 Punkte Direktschaden. Fluch der Finsternis, einer meiner Lieblingskarten übrigens auch. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich mal in Real Life gegen diese Karte duelliert und ich habe mindestens 5000 Lebenspunkte verloren wegen dieser Karte hier, ja. Okay, wir haben wieder eine Riesenratte gezogen, wie im letzten Duell, und einen Pinguinsoldaten. Den hebe ich mir noch auf, weil der Pinguinsoldat, der ist eine gute Karte. Den können wir benutzen später, falls der Gegner irgendwie viele Karten, Monsterkarten auf dem Feld hat. Riesenratte, greif ihn an! Gib 2 Monsterkarten vom Spielfeld auf deinen Gegner zurück, oder? Ich will den Effekt lesen, ich will den Effekt lesen. Halt, stopp! Halt, stopp! Will Effekt lesen. Gib 2 Monsterkarten auf der Spielfeldseite deines Gegners. Und eine Monsterkarte auf deiner Spielfeldseite. Auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Er hat aber keinen auf auf seinem Feld, weil sein Feld ist jetzt leer. Ich check den Effekt nicht. Der hat den irgendwie gerade aktiviert, aber irgendwie hat der gerade nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil er keins seiner Monster noch auf dem Feld hat. So kann er diesen Effekt jetzt nicht benutzen. Gut, dann Main Phase 2. Jetzt setze ich bodenlose Fallgrube verdeckt und beende meinen Zug. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Team Schwarz und Blau. Schwache Gang, schwache Gang. Mich wundert, dass sie noch existiert und nicht von anderen Gangs vorher schon übernommen wurde. Wir haben jetzt die hier, die können wir mit Pinguinsalat kombinieren. Aber die spiele ich erst, wenn wir die brauchen. Jetzt die noch sofort zu spielen, damit gehe ich das Risiko ein, dass die vielleicht zerstört wird von einer Zauberkarte des Gegners. Jetzt spiele ich meine Schildkröte, genau. Gut, Battle Phase. Jetzt greife ich mit der Riesenratte an. Ich glaube, sein Monster hat mehr als 1100. Na, doch nicht. Ich hätte auch mit der Schildkröte angreifen können. Schwarzer Ojama. Mich wundert es, dass es hier in seinem Deck hat. Weil diese Karte tut man nur in sein Deck rein, wenn man ein Ojama-Deck hat. Ansonsten ist die Karte useless. Ah, ich weiß, was er für ein Deck hat. Der hat nur Deckkarten, die den Namen Schwarz drin haben. Also schwarze Katze mit weißem Schwanz ist zum Beispiel, ja, hat das Wort Schwarz im Namen. Genauso wie Schwarze Ojama. Ein sehr scheiß Deck, sage ich jetzt auf gut Deutsch mal. So ein Deck sollte man sich nicht aufbauen, was nur auf den Namen spielt. Fluch der Finsternis. Finsternis ist ein Synonym von Schwarz, finstere Welt, Schleier der Finsternis. Oh Gott, der hat zu viel, ich weiß nicht, der hat zu viel Horrorserien gesehen oder sowas. Oder der ist wahrscheinlich ein Emo, ein Grufti, was weiß ich. Aber der ist auch in der Gang Schwarz zu Blau, ne? Oder Schwarz und Blau. Schwarz zu Blau. Entkräftigungsschild. Was soll ich mit der machen? Der greift doch nicht an. Er greift doch nicht an. Was soll ich mit dieser Fallkarte bewerkstelligen? Pinguinsoldat, soll ich den jetzt schon setzen? Nee. Ich wette, seine nächste Karte enthält das Wort Schwarz oder Finsternis im Namen. Ich greife ihn jetzt einfach mit der Schildkröte an. Oh, genau gleich starke Monster. Nichts passiert. Motronische Uhr. Warum hat er die in seinem Deck? Das ist lange Verteidigungsposition. Einmal pro Spielzug kannst du einen Morph-Zähmark auf diese Karte legen. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und deinen Gegner 1000 Punkte für. Boah! Der Effekt ist übel. Der Effekt ist übel.
Könnte man in den Burner-Deck sogar reinbauen. Heftig, heftig. Weg mit dieser Uhr. Ah, schwarze Zeit. Jetzt verstehe ich. Motronische Uhr. Oh Gott, was hat denn der für ein komisches Deck? Na komm schon, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wieder so eine Grufti-Karte spielen? Natürlich. Eine Grufti-Karte in Verteidigungsposition. Hierakosphinx, jawohl. Ein Monster mit 2400 Angriffspunkten. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeldseite liegt, kann dein Gegner keine Monster in verdeckter Verteidigungsposition als Ziel eines Angriffs wählen. Gute Kombination. Alles klar. Ich glaube, ich spiele Pinguinsoldat und dann biete ich ihn als Tribut für die Reaktorsphinx später an. Nachdem ich sie geflippt habe. Gute Idee ist es, genau. Jetzt muss ich wieder sein Monster zerstören. Oh Mann, die Gegner sind voll schwach. Was? Oh, 1800. Verdammt, ein Empfängermonster. Aber warum hat er keine Synchro-Monster im Deck? Also, meine Devise lautet, wenn man ein Empfängermonster im Deck hat, sollte man mindestens Synchro-Monster reintun. Naja, egal. Falls diese Karte auf dem Friedhof, Spielfeld auf dem Friedhof gelegt wird, reduziere den Kampfschaden, den du vom nächsten Angriff, weg mit der Sprechblase, den du vom nächsten Angriff erhältst auf 0. Okay, ein Schwarzflügelmonster. Könnte interessant werden. Jetzt könnte er vielleicht ein Tributmonster spielen, weil er jetzt ein Monster auf dem Feld hat, was er opfern kann. Aber wenn er das tut, aktiviere ich die bodenlose Fallgrube. Wenn das Tributmonster 1500 Angriffspunkte oder mehr hat, wird es zerstört und aus dem Spiel genommen. Er macht nichts. Das ist ja überraschend. Alles klar. Jetzt aktiviere ich Quelle der Wiedergeburt. Und jetzt. Nein! Ah, scheiße, Dreck! Ich hab die vergessen. Ah, scheiße. Okay. Na gut, aber ich krieg die Lebenspunkte zurück. Wenigstens ein Teil von denen. Gut, ich gebe sein Monster und meinen Pinguinsoldaten zurück auf die Hand. Damit wir. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich opfern. Okay, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Yay, 500 Lebenspunkte. Ach, was soll's, setze ich die für nochmal verdeckt, ist ja egal. Jetzt greife ich ihn mit meiner Riesenratte und der Schildkröte direkt an. Okay, jetzt hat er viel Schaden bekommen. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt machen wird. Wahrscheinlich spielt er wieder sein Monster verdeckt, was wir ihm gerade zurück auf die Hand gegeben haben. Welch eine Überraschung. Er setzt ein Monster. Noch eine Riesenratte. Mann, oh Mann, so viele Ratten heute in diesem Part, unglaublich. Also, alles klar, Pinguinsoldat wird geflippt. Möchtest du das Monster in die Hand deines Gegners zurückstecken? Ja. Das hier. Und zusätzlich noch gebe ich dieses Monster zurück auf die Hand, weil diese Karte bewirkt, dass wir mit unserer Hierakosphinx nicht mehr angreifen können, weil unsere Hierakosphinx hat 2400 ATK. Okay, das sind wieder 500 Lebenspunkte für uns. Jetzt haben wir das ausgeglichen, was er uns vorhin mit seiner Falle abgezogen hat. Und jetzt greifen wir ihn mit unserer Hierakosphinx und unserer Riesenratte direkt an. Und dann müsste die Sache eigentlich schon gegessen sein. Zum ersten und zum zweiten. Jetzt kann er nicht einmal mehr eine Zauberkarte spielen, weil er sich dann mit seiner eigenen Falle eliminieren würde, weil er 1000 Lebenspunkte direkt Schaden verlieren wird. So, er kann keine Zauberkarte spielen und er muss jetzt ein Monster mit 2400 ATK zerstören. Wenn er das schafft, spende ich jeden von euch ein Eis.
Okay, Verzweiflung macht sich bei ihm breit. Wie wollen wir es denn beenden? Ich spiele eine Riesenratte. Als nächstes greife ich mit Herakus Sphinx, sein Monster mit 1800 Verteidigungspunkten, natürlich. Gut, dann der nächste Angriff. Ja, im nächsten Angriff kriegt er keinen Kampfschaden wegen dem Effekt seines Monsters. Dafür kriegt er jetzt aber mit der anderen Niesenratte was in die Fresse. Auf gut Deutsch. Auch wieder ein leichter Sieg für uns. Kein neuer Bonus, aber 324 DPs für uns. Nimm ihn und geh, unser Anführer wird sich schon um euch beide kümmern. Sorry, Janka. Schleich dich einfach so an und du Quälgeist. Wie wäre es mit einem Fernduell? Ah, das nächste Mal solltest du etwas vorsichtiger sein. Du, Janke, vor, ich werde das regeln. Hier und jetzt. Oh, Schlägerei. Ich setze 20 Euro auf Kellen. Alles klar, hier müssen noch irgendwo ein paar Gangmitglieder sein, die schwach sind. Hier drin vielleicht. Nein. Ah, hier ist was. Hier gibt es nichts Brauchbares, nur ein Haufen Müll. Ach nee, A-Taste, bitte nicht. Verdammte A-Taste. Aber ich möchte hier noch einen Speicherpunkt finden. Das wäre echt nett. Ich will jetzt nicht runter ins Erdgeschoss gehen, um dort zu speichern. Hier vielleicht jemand drin? Ein nutzloser Haufen Schrott. Hier ist alles Schrott. Sogar diese Fenster sind Schrott. Seht sie euch doch mal an. Kaputt. Vielleicht solltet ihr ein Glas bestellen. Ist bestimmt ganz günstig. Geht zu Karglas. Genau zu Karglas. Wenn ihr Kasko versichert seid, ist es kostenlos. Okay. Also ich möchte hier unten erstmal speichern. So, speichere Daten. Schalte das System nicht aus. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt ins nächste ins nächste Stockwerk. Verdammt, ich sag Erdgeschoss, genau. Habe ich vorhin bestimmt auch schon gesagt. Statt Erdgeschoss sage ich, nee, statt Stockwerk sage ich Erdgeschoss. Gut, hier geht's rein. Aber schauen wir noch nach, was hier noch ist. Hey, Moment mal. Bist du nicht vom anderen Team? Hat jeder andere schon verloren? Yep. Oh Gott! Wer ist das? Da hast du es wohl zum Anführer geschafft. Zu mir. Ich werde das Team nicht enttäuschen. Komm schon, Zeit für ein Duell. Später. Erst will ich schauen, was hier drin ist. Hier ist nichts. Hier ist eine Kiste. Du siehst nichts, was du gebrauchen kannst. Was ist das? Da liegt etwas Glänzendes auf dem Boden. Oh, DP. Nein, A-Taste, bitte nicht. Okay, hier ist. Ah, hier geht's raus, genau. Alles klar, wir haben es bis zum Anführer geschafft. Wen muckst du hier? Hä? Komm her, ich schlag dir ins Gesicht. Pam, pam, pam. Alles klar, im nächsten Part duellieren wir uns gegen den Anführer von Team Schwarz und Blau. Bis zum nächsten Part. Ciao.